Angeblich ausgestorbene Tiere wurden mit der Kamera eingefangen. Mehr als 8 Millionen Tierarten bevölkern die Erde, aber nicht alle von ihnen können überleben. Durch Jagd- und Lebensraumzerstörung glaubte jeder, diese Tiere seien ausgestorben. Doch die unglaubliche Wiederentdeckung des schwarzen Panthers oder des Nachtsittichs beweist ihren Überlebenswillen. Hier sind 10 vermeintlich ausgestorbene Tiere, die mit der Kamera eingefangen wurden. One of the rare species of cats around. Look at that. Oh my goodness. There's 2 of them here. A boy and a girl. Oh. Nummer 10. Hirschferkel. Mehr als eine Generation lang galt die winzige hirschähnliche Spezies der Hirschferkel als ausgestorben. Doch 2019 wurde in den tropischen Tieflandwäldern Südvietnams eine ganze Gruppe dieser kleinen Paarhufer mit ihren markanten Reißzähnen fotografiert. Der letzte Beleg ihrer Existenz stammt aus 1990, als ein Jäger ein Hirschferkel an Wissenschaftler verschenkte. Der Vietnam-Kantschil ist an einem silbrigen Rücken zu erkennen. Er ist etwa so groß wie ein Kaninchen und besitzt hauerartige Schneidezähne, wie auf diesen Aufnahmen zu sehen ist. Das Hirschferkel oder Zwergböckchen ist eines von 10 paarhufigen Säugetierarten, die zur Familie der Tragulidae gehören. Diese scheuen Geschöpfe gehen in den warmen Regionen Indiens, Afrikas und Südostasiens auf Nahrungssuche. Mit einer durchschnittlichen Höhe von 30 cm und einer durchschnittlichen Länge von 45 cm ist es das kleinste Huftier der Welt. Leider bedeutet diese Sichtung nicht, dass das Hirschferkel keine bedrohte Art ist, die möglicherweise kurz vor dem Aussterben steht. Die einzige Möglichkeit, sein Überleben zu sichern, ist das Beenden der Wilderei und ein Fangverbot. Nummer 9. Terror-Skink. Der Burkhurt-Skink oder Terror-Skink wurde erstmals 1876 erwähnt. Bis zu seiner Wiederentdeckung 1993 galt er als ausgestorben. Seither wurden 2009, 2013 und 2018 weitere Exemplare dieser fleischfressenden Echse entdeckt. Der Terror-Skink lebt auf der Île de Pin in Neukaledonien, wo er andere Tiere jagt. Er gehört zur Familie der Skinzidae. Doch anders als seine harmlose, alles fressende Verwandtschaft frisst er gerne andere Eidechsen, junge Vögel, Vogeleier sowie andere Wirbellose. Mit seiner Körperlänge von rund 50 cm ist er das drittgrößte Raubreptil auf der Île de Pin. Die anderen sind Guana und das inzwischen ausgestorbene Landkrokodil Mecosuchus. Nummer 8. Fischkatze. Die Fischkatze ist eine Wildkatze, die in Südostasien, Nordindien und Sri Lanka vorkommt. Ihr weltweiter Bestand ist über 30% zurückgegangen. Zudem machen die Menschen in Südostasien Jagd auf diese Tiere. Die Fischkatze hat einen gedrungenen Körper, kurze Beine, einen großen breiten Kopf und einen kurzen Schwanz. Ihr kurzes, grobes Fell ist grau mit braunen Schattierungen. Sie ist mit dunklen Flecken und Streifen bedeckt, weshalb sie in der Dunkelheit oft mit einem Tiger verwechselt wird. Im Gegensatz zu ihren anderen katzenartigen Verwandten liebt sie Wasser. Ihre Leibspeise ist Fisch, obwohl sie gelegentlich auch Vögel, Insekten und Nagetiere frisst. Leider sind Fischkatzen durch die Zerstörung der Feuchtgebiete und die Jagd durch den Menschen stark gefährdet. Nummer 7. Baumkänguru. Das Wondivoy-Baumkänguru galt lange als ausgestorben. Die letzte Sichtung gelang dem legendären Evolutionsbiologen Ernst Mayr 1928. Seither blieb es verschwunden. Es ist eines der am wenigsten erforschten Säugetiere der Welt. 2018 deuteten jedoch aktuelle Fotografien von Michael Smith, einem englischen Hobbybotaniker, auf sein mögliches Überleben hin. Baumkängurus sind Beuteltiere, die in den Regenwäldern von Neuguinea und dem nordöstlichen Queensland leben. Sie sind eng mit Wallabies und bodenbewohnenden Kängurus verwandt. Sie sind Baumbewohner, was ihnen durch muskulöse Unterarme, breite Hinterfüße und lange, gebogene Krallen erleichtert wird. Am Boden sind sie eher unbeholfen, nicht aber in den hohen Baumwipfeln, wo sie meisterhaft hin und her schwingen und klettern. Baumkängurus ernähren sich von Pflanzen, Körpern, Pflanzensäften, Baumrinde und gelegentlich von anderen Tieren.
Leider könnte die Annahme vom Aussterben der Baumkängurus wegen des Lebensraumverlustes in naher Zukunft wahr werden. Nummer 6. Nachtsittich. Seit fast 140 Jahren wurde kein Nachtsittich mehr gesehen. Daher galt er mehr als ein Jahrhundert lang als ausgestorben. 2013 konnte der Naturforscher John Young großartige Bilder dieses geheimnisvollen Vogels in entlegenen Teilen Australiens aufnehmen. 2015 entdeckte Dr. Stephen Murphy einen Schwarm Nachtsittiche und verfolgte ihre Bewegungen mittels GPS. Der nachtaktive, bodenbewohnende Nachtsittich nistet inmitten von Stachelkopfgräsern in den unwirtlichsten Gebieten Australiens. Für einen Papagei ist er recht klein, mit einem kurzen Schwanz. Charakteristisch für ihn ist sein goldgrünes Gefieder, das schwarz und braun gesprenkelt ist. Dieser kleine Vogel frisst die Samen von Kräutern und Gräsern. Der Nachtsittich ist eine scheue und stark bedrohte Art. Nummer 5. Nebelparder. Nebelparder leben südlich des Himalaya-Gebirges in Nepal, Bhutan, Nordindien und auf dem chinesischen Festland. Sie haben wolkenförmige Zeichnungen auf ihrem Fell. Da sie in Wäldern leben, haben sie große geschickte Pfoten, ausgeprägte Sprunggelenke, verhältnismäßig kurze Beine und lange Schwänze zum Klettern und Springen. Tatsächlich sind sie die talentiertesten Kletterer innerhalb der Katzenfamilie. Die Nebelparder entstanden vor über 6 Millionen Jahren aus der Pantherinae-Familie. Sie gelten als heilig, da sie die älteste Katzenart sind. Interessanterweise können sie nicht brüllen oder schnurren wie die anderen Großkatzen, was an der unterschiedlichen Knochenstruktur ihres Halses liegt. Daher kommunizieren sie durch Zischen, Schnaufen und Knurren. Die nachtaktiven Jäger durchstreifen gerne die Wälder auf der Suche nach Rehen. Nebelparder sind scheu und geheimnisvoll. Doch die Ursache für ihren Status als gefährdete Tierart ist die unerbittliche Wilderei wegen ihrer schönen Pelze. Nummer 4. Arakan-Waldschildkröte. Arakan-Waldschildkröten wurden immer seltener gesehen, sodass sie schließlich als ausgestorben galten, bis 1994 ein Exemplar auf einem Markt in China wiederentdeckt wurde. Die Arakan-Waldschildkröte, auch bekannt als Hyoscemis depressa, lebt in den Arakan-Hügeln im Westen Myanmars. Leider wurden die Schildkröten intensiv bejagt. Obwohl die Tiere überwiegend an Land leben, können sie auch im Wasser überleben. Sie sind Allesfresser und fressen Insekten, Würmer und Krustentiere. Ihr Panzer ist hellbraun bis schwarz gemustert, der Körper braun. Damit sind sie gut vor ihrer Beute und Menschen getarnt. Nummer 3. Quastenflosser. Quastenflosser sind seltene Meeresfische, die aus der alten Linie der Sarcopterygii und anderen ehemals bekannten Fischarten stammen. Sie leben in den tiefen Gewässern des Indischen Ozeans und an der Küste Indonesiens. Sie werden rund 2 Meter lang und 90 Kilogramm schwer. Tagsüber verstecken sich die nachtaktiven Raubfische in dunklen Höhlen. Charakteristisch sind ihre gliedmaßenartigen, gelappten Flossen, die sie paddelartig einsetzen. Sie jagen Tintenfische, wirbellose Tiere und Knochenfische. Interessanterweise besitzen sie völlig individuelle Farbmarkierungen und kommunizieren untereinander mittels elektromagnetischer Felder. Nummer 2. Kubanischer Schlitzrüssler. Der kubanische Schlitzrüssler gehört zu den seltensten und gefährdetsten Säugetieren der Erde. Seine Entwicklungsgeschichte ist komplex. Allgemein gilt diese gefährdete Art als scheu und wenig erforscht. 2012 konnten einige Forscher 7 lebende Schlitzrüssler für Studienzwecke einfangen, bevor sie wieder in die Freiheit entlassen wurden. Kubanische Schlitzrüssler sind eines der wenigen giftigen Säugetiere. Sie injizieren ihrer Beute wie Spinnen und Insekten ihr Gift über spezielle Rillen in ihren Schneidezähnen. Tagsüber verstecken sich die nachtaktiven Tiere in Höhlen und Felsspalten. Nummer 1. Schwarzer Panther. Schwarze Panther sind eine echte Rarität, die stark vom Aussterben bedroht sind. Doch neue Aufnahmen lassen hoffen. Anfang 2019 berichtete das African Journal of Ecology über die nächtlichen Streifzüge des schwarzen Panther in freier Wildbahn. Nicht nur das, auch die Arbeiten des Forschungsteams unter der Leitung von Nick Pitfold und die Fotos des Fotografen Will Barrett Lucas, der scheuen Großkatze in Kenia, lassen vermuten, dass diese Art vielleicht doch nicht ausgestorben ist.
Das wunderschöne tiefschwarze Fell wird verursacht von Melanismus, einem Gendefekt mit einer Überproduktion des Pigments Melanin. Schwarze Panther sind in den tropischen Wäldern Kenias, Indiens, Sri Lankas und Thailands zu finden. Das waren angeblich ausgestorbene Tiere, die mit der Kamera eingefangen wurden. Welches Tier fandest du am faszinierendsten? Lasse es uns wissen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm ein Like und abonniere unseren Kanal für weitere faszinierende Videos.